Hallo Leute und willkommen zurück zum TechitLab-Projekt mit Stefan. Ja, hallo, und mit dem Spekter. Hallo. Ja, wir sind da stehen geblieben bei Basalt-Cobblestone so drin. Jupp. Spekter weiß nicht, was der gerade macht. Ja, ich hatte in der letzten Folge jetzt gerade die Baumfarm ein bisschen geändert. Ich habe da eine kleine Wassermühlenversorgung dran gebaut, dass die immer Energie hat, dass ich ja nicht immer Kohle reinlegen muss in den Generator. Ja, damit das ein bisschen automatischer läuft. Okay, und bei was bist du jetzt gerade? Also ja, okay, eigentlich nicht spoilern, stimmt. Du baust wahrscheinlich gerade noch an deinem. Hast du schon ein ME-System? Nee, noch nicht, oder? Ja, ihr könnt ruhig ein bisschen spoilern, weil ihr seid ja viel später ins Projekt reingekommen. Ich habe das ME-System bereits aufgesetzt, es läuft auch schon. Und Okay. ich habe mir gerade sogar eine EMR in der letzten vorletzten Folge sogar eine MFE gemacht, damit die Energie herreicht. Ja, bei uns Flo spackt wieder mal der Strom und das heißt, hast du schon so viel Dings, also ja, Kohle, dass damit wir die erste Solarzelle machen können? Stefan, schau mal, was ich habe. Ja, aber sollen wir die gleich da oben dran setzen oder willst du schon außen dran? Mir ist es egal. Oh, jetzt wäre ich halb gestorben, ja, dann setzen wir die draußen dran schon. Okay. So, ihr hattet ja mein Geschenk schon bekommen. Ja, die schönen, also Cobblestones, also Basalt-Cobblestones und die vielen, das bringt sich so viel jetzt mit den vielen Glasfaser, glaube ich, Darf mal glaube kurz 30 Stück, reinkommen? ja klar. Ich glaube, wir sollten das jetzt echt im Keller runter Hier versetzen. habt ihr noch was in der Kiste drin. Das könnt ihr auch noch haben. Ah, danke. Bitteschön. Danke. So, Ja ich gut, werde dann. jetzt. Ich habe mit Tumayan, mit dem HGD gerade besprochen, kurz vor der Folge, dass wir jetzt erlauben werden, einen Chunkloader für die, aber nur für Queries. Das bedeutet, wenn ihr eine Query setzt, dass ihr da einen Chunkloader beisetzen könnt. Nämlich irgendwie funktioniert das nicht 100%, hat man in meinen letzten beiden Folgen gesehen, die bleibt immer stehen. Also könnt ihr das auch dann machen. Okay, als Frage, welche Range war nochmal die beste? Die silberne oder die Prototype Omni Range? Also ich würde euch immer eine Electric Range empfehlen. Und die im Lossless Mode, die baut fast zu 99%, könnt ihr sagen, sicher ab. Ja, die ist eh nicht so schwer zum Craften. Wir brauchen einfach nur Nee, da brauchst du Bronze. nicht viel für. Bronze musst du nur machen. Das ist das Komplizierteste daran eigentlich. Ja, einfach nur Zinn, das und Kupfer, das glaube ich war das. Und dann bekommst Bronze. Ganz genau. Ich werde mir jetzt mal einen Chunkloader machen und den für die Query setzen. Okay. Flo, ja, wie gesagt, bauen wir die da schon draußen dran, die erste? Ja, aber wo? Ja, wo, da? Okay. Da kommen ja die Glasfaserkabeln dann hin. Ne, da oben dran, die So, sollen ja die Fensterbank da. Goldenderperle. Ach so, ja, ups. Gut, setzt du die mal da dran. Toll. Wenn ihr Obsidian braucht, sagt ihr Bescheid, habe ich auch jede Menge. Jo, hä, bei mir fehlt die Textur oben. Was? Ja. Lol. Bei dir nicht? Nein. Bei mir fehlt, naja, super. Wie viel hast denn du jetzt schon gemacht von denen? Ich Drei habe eins Stück? gemacht. Eine Solarzelle. Ja. Warum stehen da draußen dann zwei? Weil wir noch eine bekommen haben, nicht gekommen. Ah, okay. Ja, du hast die so schnell aus der Kiste rausgenommen, dass ich nur noch den Cobblestone gesehen habe. Den Geier stürzt er sich da drauf. Ja, ihr braucht ein bisschen Energie, da habe ich gedacht, Okay, ich das ist spende noch was. unnötig. Oder Flo? Ja. Machen wir es am besten. So, und noch eine Enderperle brauche ich auch noch. Wollen wir das wieder machen, dass die dann so rund, also dass die in Achso, einer ja. Länge so sind und rundherum wieder? Ja, ich mach das mal. Gut, dann für die Electric Range, genau, nicht wenn's. So, jetzt mal ein Test. Ich war ja jetzt ein paar Minuten hier am Server. Eigentlich hätte die ja viel weiter bauen müssen. Abbauen müssen, die Query. Aber jetzt gehe ich erstmal noch mal kurz mein Jetpack aufladen. So. Und dann gehen wir noch mal zur Query und dann schauen wir mal, wie viel die denn jetzt gemacht hat.
Ich wette mit euch, die ist wieder stehen geblieben. Kann sein. Wo hast du dir das ganze Zinn eingenäht? Ups. Moment, das habe ich gar nicht mehr. Du verzweifelt die Kisten. Das ist im Project Table. Oah! Wollt ihr eben schlafen gehen oder? Bei mir ist das wurscht eigentlich. Ja, gut. Wenn du willst, dann. Ja, könnten wir mal kurz, weil meine Solarpanels ja sonst nicht arbeiten. Ja, okay. Mhm. Bro, weißt du was? Ich baue das mal schnell. Provisorisch zu. So. Liegt schon drin? Jo, ja, auch jetzt. Danke. Okay. Jo, bitte. So, dann wollen wir mal eben zur Warp-Door rüber. Du aber so jetzt so 10 Ohrs haben wir nicht mehr, oder? Da müsste ich nämlich schnell noch irgendwie den Messerator-Dings reingeben. Braucht ihr irgendwas, oder? Wir bräuchten ein bisschen 10. Also Pulver 10. Ja, halt. Na, Pulver habe ich leider keins, aber... Weil sonst muss ich da... Ja, ich gebe halt einfach schnell... Warte mal, ich habe noch Yu-Yu-Matter dann... Ich habe den Messfabricator zwar noch nicht wieder angeschlossen, weil den hatte ich abgeklemmt wegen der Energieversorgung, aber glaub, ich habe noch genug, dass ich euch was geben machen kann. Wie viel braucht ihr? Ja, halt nur für eine Range. Also 1, 2, also wie viel bekommt man aus 1 und okay 2, das heißt. Juju Meta bekomme ich aus 3, Juju Meta bekomme ich 10 Tinders. Ja, wir bräuchten einfach nur insgesamt für die Range 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bahn Bronze. Ja nicht. Das heißt so circa. Ja, eigentlich nicht viel. Weil 3x2 sind 6, das heißt 6 in das. Ja. Pro Kupfer ist auch drin. Ne, Kupfer haben wir komplett, keins mehr, oder? Okay, einer von euch ist unsichtbar, glaube ich. Okay, dann ich glaube das bin ich. Ah ne, du bist im Keller. Okay, okay. So, hier, hast du jetzt hin? Yeah, danke. Oh, 20 Stück. Froh, Kupfer hast du nicht mehr, ne? 15. Oh, okay, okay, okay. Ah, da werde ich ja mit hinkommen. Moment. Hey, wo bist denn du bitte? Im Keller. Du baust dich da bei der Mounty. What the fuck? Ich denke so scheiße, wo bist du jetzt schon wieder? Okay. Seht ihr, jetzt läuft die Query weiter und die war wieder stehen geblieben. Also, gut, dass wir jetzt einen Shunkloader gemacht haben. Klappt's. Ah, da bist du. So. Oh. So, ah, dann guck mal eben, welchen Bereich der jetzt hier nimmt. So. Nehmen wir 6 Chunks. Reicht. So, und dann müsste die Query jetzt eigentlich durchlaufen. So, braucht ihr noch ein bisschen Holz? Soll ich was mitbringen oder so? Weil ich bin hier gerade im Dschungel. Ein Holz haben wir noch. Lustig war in eurer letzten Folge, die ich jetzt gesehen habe, dass ihr da euch ein bisschen gewundert habt, dass die Axt jedes Mal weg war. Ah ja, bei mir, ich baue da ab, auf einmal springt der auf den nächsten Slot drüber. Ja, wenn die Bäume so groß sind, dann ist die Axt rucki-zucki kaputt. Bei so einem dicken, fetten Rubberbaum, da verschwindet die direkt. Ja, stimmt eigentlich. Ja, das hätte ich mir schon denken können, ja. Genauso wie ich baue mir was mit der Schaufel ab, bringt die am nächsten Slot drüber. Bin ich jetzt blöd oder hat man keine Ingots mehr zu Staub machen können? So. Doch, müsste es eigentlich können. Oder kannst du uns bitte deine Range bauen, warum frage ich nicht einfach so?
Ja, kann ich eben machen. Dann können wir schon unten dann wenigstens die beiden Sachen anschließen, Flo. Ja. Ich lade die eben noch mal kurz auf. Die ist schon im Lossless Mode, also die braucht ihr nicht. Man kann ja auch den Mining-Laser umstellen. War das auch auf Shift und rechte Maustaste? Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube schon. Aber ich glaube, da müsste er sogar noch eine Menütaste drücken. Was müsste er denn abgebaut haben? Einfach nur die, also den Meserator und Electric Furnace, mehr nicht. Der Meserator ist abgebaut. Moment. Hier. Danke. Ah. Und der, die Electric Furnace, bitteschön. Okay. Ah, lass mich hier raus, ich back hier fest. So. So, jetzt ist die Ranch auch schon leer. Lossless Mode verbraucht zwar viel mehr Energie, aber dafür baut es sicher ab. So. So, dann wollen wir eben. Sehr schön. So. Laden wir die direkt für das nächste Mal auf. Ich habe irgendwie zwei Copper Dust eingesammelt. Das waren dann die von uns wahrscheinlich. Ja, die waren bestimmt noch Meserator drin. Könnte sein, ja. Aber kannst du ruhig haben. Quatsch, die können wir wieder haben. Ich habe schon eine Quarry, ich krieg so viele Ressourcen rein, deshalb brauche ich das nicht unbedingt. Jo. Doch wieder. Lauf einfach mal zu einem und schmeiß. Oh, der ist da am Arbeiten. So. Dann kriegt's ja der Flo. So. Danke. Das heißt, die Bedbox kann man so abbauen, was ich weiß. Die Bedbox kannst du eigentlich mit einer normalen Spitzhacke abbauen. Das ist eigentlich kein Problem. Flo, gib mir mal deine Spitzhacke. Moment. Dauert bloß etwas länger, also nicht wundern, ne? Jo. So, Flo, wo schließt man denn die an? Braucht man die unbedingt so dringend jetzt unten? Ich weiß nicht. So, wollen wir mal Zuckerrohr eben abfarmen Flo, ich gehen und habe noch ein einfach die Papier. Windmühle auch so abgebaut, weil darauf, wir haben zwar jetzt einen Generator, ist auch wurscht, aber Generator braucht man, glaube ich, eh für irgendwas. Oh, noch was reingefallen? Nein. Dann brauchen wir das Leder noch mal. Und natürlich ein bisschen Holz. Hast du das jetzt dazu gehört? Ja. Sieht besser aus. Okay, gut. Ich habe da nämlich jetzt noch 23 Glasfieberkammer, aber egal, Solarzellen, genau. Können wir schon wieder neu bauen? Bitte? Können wir schon wieder neu bauen? Ja. Gut, dann bitte Kohle das produzieren. Kohle das. Kohle, ja, das habe ich absichtlich gesagt und so. Der Kohle Dust. Kohle das, ja, es ist. Ja. Naja, manchmal verspreche ich mich auch. Ist normal. Ja, Flo steckt mich eigentlich mit den ganzen Kindern. So. Noch zwei Bücherregale, dann haben wir volle Verzauberung. Okay. 30 Level sind sowieso nur maximal, oder? Ja, 30 Level, aber wie gesagt, die kannst du ja nur verzaubern, wenn du mindestens 15 Bücherregale hast. Klappt das nicht. So. Ich habe in den letzten Folgen auch schon Power Tool und Power Armor gemacht, aber mir fehlen Emeralds für den Tinker Table. Oh, Tinker Table. Da brauchst du einen Emerald für. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Quarry vielleicht einen gefunden hat. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Könnte sein. Ja. Emerald.
Ich sehe keinen bisher. Nein, die hat noch keinen gefunden. Ja, super. Und ein Villager-Dorf habe ich bisher auch noch nicht. Kann man hier noch? Oh ne, braucht man nicht zu verarbeiten. Jo, dann wollen wir mal schauen. Wo haben wir überhaupt noch Kohle? Hast du die da unten schon reingegeben in Mesa Rita? Achso, nein, Moment. Für Kohle hast? So, jetzt machen wir erstmal wieder Copper Cable, 128 Stück. Boah. Ich habe ja die Ressourcen, deswegen kein Problem. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Refined Iron. Oh! Was ist eigentlich das wichtigste Material in Tekkit? Oh, mein Kompressor ist in die Luft geflogen. Was? Boom? Ja, boom. Einfach so. Lol. Was ist das? Ja, super. Machst du auch irgendwann High Voltage Solar oder bleibst du bei so normalen Solarzellen? Ich werde auch High Voltage Solar Panels machen, aber die werde ich dann nur für den Mass Fabricator und so benutzen. Jo. Weil ich werde die Energie dann trennen. Zum Glück habe ich die Overclocker Upgrades zurückbekommen. Die sind praktisch, weil da geht alles viel schneller, glaube ich. Oder für was? Ja, doch schneller, aber oder? Ja. Ja. Dann mache ich mir jetzt eine ganz normale Iron Furnace zum zusätzlichen Brennen. Da ist schon wieder Nacht geworden. Keine Ahnung. Doch, so. Ja. Ja. Ah, das geht ja so schnell. Wollt ihr da schlafen gehen oder was? Ja, wenn es dich nicht stört. Nö, stört mich nicht, ist kein Problem. Ihr braucht die Energie ja jetzt auch durch Solar, wegen Solar. Kein Problem, ich leg mich hin. So. Danke. Bitte, bitte. Nämlich die Wassermühlen, die liefern mir nicht genug Energie für alles. Aber die MFE, die ich jetzt habe, die hält länger. Okay. Ich speichere jetzt 600.000 Energie. Mist, ich glaube, ich hätte das wirklich nicht bei den Gummibäumen machen sollen, weil da gibt es immer so einen Abdruck, da kannst du noch mehr, dann kommt ja noch mehr Sticky Resin raus. Ja. Aber dafür wächst jetzt keins mehr nach, weil ich, ja, wie gesagt, weil ich auch die leeren Flächen da abgebaut habe. Ich glaube, da müssen noch die Abdrücke sein, dann wächst wieder was nach. Ja, eigentlich schon. Flo denkt nicht, Sticky Resin, wenn du es brauchst, ja. Ja, ich hol schon. So, das machen wir jetzt hier mal raus. Das geht nämlich alles automatisch, wird das rausgezogen. So. So, was für Rezepte haben wir denn hier? Normale Solarpanels, Low Voltage und LV-Transformer haben alles gespeichert schon im MW-System. Dann machen wir in den nächsten Folgen, wenn wir dann jetzt noch Medium Voltage und High Voltage Rezepte speichern. Okay. Boah, ich habe jetzt auch in meiner Config umgestellt, dass ich die Black Hole Chest machen kann. Ja, ich habe sie freigeschaltet. Müsst ihr ausprobieren, ob ihr die nehmen könnt. Weil ansonsten stelle ich euch eine auf. Das habe ich von Anfang an gesagt. Jo. Ist kein Problem. Falls es bei euch nicht klappen sollte. So, das Glas auch da weg. Dann. Aber ich wusste gar nicht, dass man sich aus UU-Meter zum Beispiel Redstone oder Kohle machen. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich habe das nur mit Miniumstein und Dings gewusst und ja, Kohle leider und kann so. Man sich hier, normal kann man in Fiete Beast zum Beispiel, kann man sich aus UU-Meter auch Emeralds und sowas machen. Das geht hier in Tekkit Light leider noch nicht. Okay. Weil Industrial Craft hier nicht so weit drin ist wie in Fiete Beast, deswegen geht das leider nicht. Oh. Hätte ich das nämlich schon längst gemacht, aber naja, was will man machen? Oh, wir brauchen zwei Electronic Circuits. Nein, keine 64. Was will ich mit 64? Erstmal 20 RE-Batterien. Dann brauchen wir noch 20 Iron Furnace. Und dann versuchen wir mal 20 Generatoren. Ja. 20 Generatoren. Ja, ich mach das alles über das ME-System, das läuft automatisch. Oh mein Gott, 20. 5 habe ich.
Wow, da kriegen wir bestimmt viel raus. Haben wir noch Sora, aber nee, ne? Da liegt's übrigens. So, dann machen wir uns erstmal ein bisschen Eisen aus Gold. Das können wir mit Minium-Steinen machen. Hab ich gerade. So. Oh, der backt wiederum. So, jetzt haben wir 4 Stacks. Also Eisen. So Sticky Resin ist irgendwie schon schwer. Also ja, nicht schwer, nur Gummi zu kommen. Ich brauche noch Refined Iron für die Generatoren. Da war nämlich nichts mehr drin. Du hast du alle Kupferkabeln schon verbraucht oder haben wir noch welche übrig? Achso, die habe ich im Inventar, ja cool. Mach mal jetzt ganz einfach. So, jetzt kann ich unten zur Induction Furnace, die am ME-System hängt, und schmeiß da dann das Eisen rein, anstatt in der normalen Iron Furnace. Ja, ich hatte jetzt den Kompressor verloren und die normale Electric Furnace, die hatte ich mir extra noch gemacht. Naja. Da müssen wir jetzt eben ab und zu mal runterrennen. So. Oh. Generator hatte ich auch vorhin gesehen. So. Wie gesagt, weil ich so viele Folgen im Voraus bin, ist es eigentlich egal, ob ihr das zeigt in euren Folgen. Okay. Da kann man nicht mehr ändern. So, Generatoren fertig, jawohl. Dann du kannst doch einen Generator machen. Dann brauche ich Solarpanels. Hast du nicht irgendwo vorhin Sand auch gehabt? Puh, keine Ahnung. 10 Stone ist da noch. Boah, ich schnell noch Sand ab. 15 Solarpanels, 16 Solarpanels. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die Low Voltage Transformer. Dann machen wir uns erstmal 5-4 Stück. So. Binden. 2 Stück. Und dann machen wir uns jetzt natürlich. Ach, das kann ich auch drin lassen. Kann ich alles automatisch craften. 2 LV Solar Panels. Low Voltage schon. Ja, natürlich. Solar. Ah, das sind sie. Gut. So, 2 Low Voltage Solar Panels und jetzt brauchen wir noch ein paar Glasfaserkabel, die habe ich eben verbraucht für die Baumfarm. Machen wir auch nochmal. Wo sind sie? Okay. Können wir die auch wieder aufs Dach bringen? Mehr Energie. Wie haben wir eigentlich jetzt? Oh, schon 8 Stück. Könnten wir theoretisch ein MV machen. Also wie war das? Also für Low Voltage braucht man 8 Solarzellen. Also von normalen. Dann ja, für Medium braucht man Low, einen oder? Einen LV-Transformer und 8 normale Solarpanels. Damit man eine Low kriegt. Genau, damit du einen Low-Voltage Solar Panel bekommst. Und dann geht das nochmal nur halt mit 8 Low, damit man Medium bekommt. Ja genau, dann brauchst du aber einen MV-Transformer. So, den musst du dann auch haben. Und dann gibt's noch die High Voltage, gibt's auch. Da brauchst du aber 8 Medium für und so weiter. Boah. Das ist ziemliches gecraftet. Deswegen habe ich mir das im E-System auch erstellt, dann kann ich alles automatisch fast machen. Gibt's noch eine bessere Stromversorgung als Solar, oder ist Solar schon die beste? Solar ist schon eigentlich die beste, obwohl du kannst noch einen großen Atomreaktor bauen, aber... Aber ist zu gefährlich, finde ich. Ja, der kann auch schnell explodieren. Und du musst natürlich immer gucken, dass du die Energieversorgung richtig steuerst, also das heißt, bei Low Voltage auch wirklich nur Low Voltage dran, sonst geht's nicht nach hinten los, der Schuss, dann fliegen dir nämlich die Geräte um die Ohren. Ja. Ja, ich wünsche, dass irgendwie Talisman of Repair, den gibt es leider nur in Take It Like, genau, in Feed the Beast oder, ja. Der war so praktisch, finde ich. So, jetzt klappt's mit der Query, seit ich den Chunkloader stehen habe. Okay. Braucht der noch mehr Basalt, oder? Nee.
Pro-Kupferkabeln haben du nicht mehr, oder? Moment, doch. 12 Stück? Bitte? 12 Stück? 5 hab ich. Ja, schön. Geht sich um eins nicht aus? Ja, weil eins brauche ich. Echt, für was? Für den Generator. Verstehen. Ich habe übrigens schon eine Solarzelle, ne? Habe ich 2 LVs gemacht, jetzt muss ich erstmal wieder Ressourcen farmen. So. Wollten wir aber schon mal vorsorgen, weil ich wollte ja demnächst auch MV-Solarpanels machen. Dann werden wir das Rezept jetzt dann hin. Schauen, ob wir das jetzt noch eben machen. Ich möchte alles für Brauch. Da brauche ich die Goldkabel, soweit ich weiß. Flo, brauchst du noch viel für die nächste Solarzelle? Weil dann gebe ich dir wieder schnell die Dings da, die restlichen Kupferkabeln. Goldkabel und Maschinenblöcke. Moment. Was machst denn du gerade? Jetzt die dritte Solarzelle schon. Okay, gut. Okay, da müssen wir noch ein paar Rezepte erstellen, wie es scheint. Oh. Blank Patterns brauche ich, dann brauche ich Gold. Und Rubber. Und dann brauche ich Refined Iron. Haben wir noch was hier drin, oder? Das alles verbraucht schon wieder, mein Gott. Lol, wie viel ist das? Kupfer, Kupferingot, hä? Da zwei verschiedene? Ja, kommt drauf an, an welchen Geräten du die herstellst. Ja, Flo, da schau. Wenn du jetzt ein Electric, wenn du jetzt zum Beispiel okay. Eisenofen hast und brennst da was drin, kommt da was anderes, kommt das mit einer anderen ID raus, als wenn du es in einer Electric Furnace brennst. Okay, ja, das so. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, ist ein bisschen komisch, aber. So. Dann diese hier, die auch automatisch gemacht wird. Weg und dann das hier und natürlich Rubber. Hast du schon wieder Rubber, Flo? Ich schau gerade. Moment. Oder fehlt da noch was, weil ich habe noch deine 5 übrig. Wie viele? 5 habe ich noch. Moment. Ja, okay, Moment. Durch die isolierten Goldkabel, die ich eben gehabt habe, okay. Der Sensor. Okay. Ach, so. Fett. Oh, wieder nach dir, wie schnell geht denn das? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Können gerne nochmal schlafen gehen, wenn ihr wollt. Jo, bin schon im Bett. Okay. Gut. So. Und dann muss ich jetzt erstmal hier was von herstellen, die normalen. Na, was mache ich denn da? Drei Stück, damit wir das Rezept erstellen können. So. Ja, brauche ich auch gar nicht. Ich brauche da nur eins reinlegen. So. Und dann noch das hier. Encode und fertig ist. Jo. Den Blank Pattern kann ich wieder löschen. Da habe ich Mist gebaut. Habe ich zu viel drauf gespeichert. Ich habe 50 Goldkabel und 64 Rubber gemacht. Boah. Oh Mann. Ich brauchte nur eins reinlegen, damit er das normale Rezept craftet. Das war ein bisschen zu viel. So schon, wie viel fehlt noch für die nächste Solarzelle? Moment. So. Ein Copper-Cable. Ach, eins nur noch. Ja. Für Elektro-Circuit. Mhm. So. Jetzt legen wir diese wieder unten. Hat er nicht mehr eins oder so? Ich weiß nicht. In den Assembler. Ich kann's mehr. Schon haben wir die ganzen Rezepte da drin für Goldkabel und für den Assembler. Also hier für den Maschinenblock so. Wenn wir den jetzt dann herstellen, dann können wir auch gleichzeitig das Rezept machen für einen
Ein MV-Transformer. So. Machen wir mal einen jetzt davon. So, haben wir den Maschinenblock. Wo ist er? Da ist er. Brauchen wir noch die Goldkabel, die ich noch schon noch habe. Zwei Stück reichen. Jetzt legen wir das hier so rein. Noch kein Sticky Reason gefunden. Und so, dann ist das der MV-Transformer. Den encoden wir jetzt und schon haben wir das auch auf dem Blank Pattern. Dann können wir das nachher auch automatisch erstellen. So. Bob ist noch immer so müde. Ein bisschen. Was? Ja. Oh mein Gott, du hast doch jetzt eh schon lang geschlafen. Stimmt eigentlich. So, und das wär's dann erstmal. Jetzt können wir auch MV-Transformer herstellen. Automatisch. So viel Gummibäume und kein Sticky Reason. Ich glaube, wir bräuchten auch irgendwann die automatische Rubber Tree Farm. Mit dem Harvester und mit dem Planter. Ja, lol. Moment. So, bevor ich jetzt meine Folge hier beende, komme ich noch mal kurz zu euch rüber. So. Ja, bitteschön. Okay, danke. So. Flo. Wir haben gerade 6 Sticks Rubber bekommen. Ja, okay. Stop. Da kommt er hoffentlich eine Weile mit hin. Oh ja. Ich kann jederzeit Neues herstellen. Ich habe noch über 3900 Rubber oder so. Was? Ja. Oh mein... Durch meine Baumfarm habe ich die bekommen. Lol. So, und ich habe das jetzt sogar pausiert, sonst kriege ich zu viel Sticky Resin. Okay, beendest du jetzt gerade? Ich beende jetzt gleich meine Folge, ja. Ich gehe nochmal kurz zur Baumfarm gucken, ob die jetzt läuft mit der neuen Anlage. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die dann gleich mit dir, also ja. So. So, was haben wir denn hier? Also, sie läuft zwar langsam durch die Wassergeneratoren, aber sie bekommt Energie. So, Entschuldigung, ich musste telefonieren. Achso, wir haben jetzt 6 Stick Rubber. Okay. So. Wie ihr seht, kriegen wir jetzt Äpfel rein und wir haben schon 5 Stacks Holz gefarmt dadurch. Sehr schön. Da werden wir aber nicht so lange lassen. Ich werde die nachher auch wieder auf Rubber umstellen. Auf Sticky Resin. So, dann gehe ich mal wieder nach oben. Und dann werde ich mal meine Folge jetzt beenden. So, dann war's das für meine Folge, würde ich sagen. Jo. Bei euch auch? Ja. Würde ich schon sagen, oder? Ja. Jo. Gut, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, und ciao, ciao. Tschüss.